Ja, Freunde, das sind die letzten Bilder von Season 1 von meiner Behausung. Ich nehme nochmal Abschied und will mal zeigen, wie der Übergang vonstatten ging. So, ich bin zwar kein Katzenfreund in dem Sinne, aber sie war immer sehr nett zu mir. Ja, letzter Blick. Und dann schauen wir mal, wie es wird. So, dann fangen wir mal an. Ja, da hatte ich übersehen, man muss erst aus der Kriegsbande austreten, um die neue Season zu starten. Das war aber kein Problem. Bisschen rumgesucht und dann habe ich es gefunden. Der Übergang lief eigentlich ganz gut. Ein paar Fehler habe ich gemacht, aber dazu später mehr. So, wo ist es hier? Okay. Jetzt geht's los. Und da schweben wir wieder rein und suchen uns wieder einen neuen Platz aus. Ich muss mich erstmal ein bisschen orientieren und habe schon ein bisschen gebraucht, bis ich einen Platz gefunden habe. Also, was wir sehen. Let's set up a territory. Ich habe die verkürzte Version genommen, ja, weil ich die erste Season komplett durchgespielt habe. Und das müsste eigentlich so reichen. So, da haben wir Platz gefunden, noch nicht ganz. Ich wollte versuchen, wieder ein bisschen höher zu sein, zwecks Überblick. Und weil ich die Berge liebe. Ich hätte zwar noch in der alten Season ein paar Missionen erfüllen können, aber ja, ich war neugierig auf die neue Season, deswegen habe ich halt das jetzt gemacht. Ja, bin ich kurz reingegangen, aber da gab es nicht viel zu holen. So, man kann Ressourcen übertragen. Aber das ist ein bisschen tricky. Aber das seht ihr denn. Das kriegt man da mit, wenn man ankommt. Bisschen essen, bisschen trinken. Ja. So, da oben habe ich was gefunden. Was mir gefällt. So, okay, den habe ich festgestellt, die Waffen, die man bekommen hat, jetzt fangen, also, die sind alle bei Null. Das Gute ist, die Mods kann man übernehmen, aber die bringen noch nicht so viele, weil erst in den höheren Leveln sind die voll nutzbar. Ja. Ja, mein Zubehör, zum Glück konnte ich auch ohne Probleme übernehmen. War ja auch mühselig, das alles zu bekommen vorher. Ja,
Und dann fangen wir mal an. Das, ja, da habe ich geguckt, wegen der Übernahme habe ich ihn gefunden. Das ist mein ganzes Loot von Season 1. Wenn ich gewusst hätte, dass das alles noch kostet, man kann ja einfach alles übernehmen, sondern nur, sieht man da oben, nur einen Teil davon. Und die Währung, die da oben abgebildet ist, die, was ist das, 20.000? Da steht leider nirgends, wie viel ich davon habe. Und die Waffe hätte ich auch nicht genommen, weil die ist ja Stufe 5 sozusagen. Und die kann ich erst benutzen, wenn ich in die Stufe bin. Das heißt, die hätte ich eigentlich mal sparen können. Na, jedenfalls habe ich noch 1000 Pistolenkugeln mitgenommen aus Stahl. Die ich hätte ja noch nicht produzieren können. Und Getränke. Da kann ich wenigstens die Pistolenmunition benutzen. So. Da hatte ich, glaube ich, auch noch Holz genommen. Das ist aber irgendwie nicht aufgetaucht. Jedenfalls habe ich dann erst mit Holz geschlagen und mein Fundament gemacht. Ach, Kies habe ich hier noch übernommen. Kies. Weil ich hatte keine Lust, dann auch stundenlang rumzurennen und Steine zu kloppen. So. Und schon geht's los. Auf den Server, in dem ich in Season 1 war, der war ja auch sehr, ja, da war nichts mehr los. Und deswegen hoffe ich ja, dass hier ist ein bisschen mehr los, dass man halt mehr machen kann im Team. Ja, die Waffenstufe 1 und meine Pistole aus der anderen Season, Stufe 5, geht nicht. Okay. Dann fangen wir langsam an, wieder hoch zu leveln. Und da bin ich mal gespannt, ja, wie das halt wird. Auf jeden Fall, das Spiel gefällt mir. Und ich werde auch auf Twitch ein bisschen streamen, wie es weitergeht. Und vielleicht ab und zu eine Zusammenfassung auf YouTube hochladen. Da habe ich wieder ein paar Aufgaben ausgesucht. Und ja, die ersten Anlagen hingestellt. Ja, noch schnell bis zur Grenze vergrößert. Schöne Fläche, schöner Platz, finde ich. Aber ein bisschen paar Tiere vor der Haustür, also vielleicht zu essen ist kein Problem. Ja, hier fangen wir wieder von vorne an. Und da man schon ein bisschen Erfahrung hat, geht das alles ein bisschen einfacher jetzt. Als erstes brauche ich ja den Schmelzofen. Ich hoffe nicht, dass die Bäume mehr durchwachsen. So, Schmelzofen. Auf geht's. Und dann fängt es halt wieder an. Was mich ärgert, ist, wie gesagt, mit dem Loot, was man mit rübernehmen kann. Das fand ich ein bisschen, ja, ein bisschen schlecht. Also hat mir nicht gefallen. Und dass es so noch kostet. Naja, was soll's. Jedenfalls, der Übergang lief im Großen und Ganzen glatt. Und mal schauen, wie es weitergeht. Also hier ist ja schon Level 5.
Ja, das brauchen wir. Ja, wichtig. Die Montagebank. Und da kann man schon das erste verschrotten. Okay, das war's. Kurz und knapp. Servus, man sieht sich.